Geil. Finde ich gut. So, jetzt muss ich erstmal hier den Timer neu starten. Weil der nämlich gerade, also der hätte sich jetzt gleich gemeldet. Ja. So, Mensch, dann haben wir die letzte Mission bei Longinus auch schon mal erledigt. So, ich will mal ganz kurz, achso, die kann man jetzt nur mit einer Dingswaffe wechseln. Ah, komm, ich will mal ganz kurz... Alter, geil. Ganz kleinen Test. Ja, doch, kann man machen. Weiß ich ja, wofür ich nächstes Mal Geld ausgebe. Ja, sehr schön. Also, nochmal ganz kurz in den Fortschritt reingucken. Upsala. Longinus, 4 von 4, da haben wir alles erledigt. Geil. 7 Kampagnenmissionen, 2-mal Shangri-La, 1-mal Yugi und Reggie. 2 Glockentürme, 2 Festungen und 6 Außenposten. Das heißt, wir werden uns jetzt hier erstmal... was haben wir hier? Das Holzfällerlager, das hatten wir, glaube ich, schon erledigt, ne? Jawohl, das war das letzte bisher auf der Liste. Pass mal auf, wir können uns jetzt erstmal hier um diese beiden Sachen kümmern, um die 2 Jagdteile. Dann, Moment, dann kann ich ihn nochmal ganz kurz auffüllen. LK-18, jawohl. Könnten wir eigentlich auch schon mal kaufen, oder? Schussfrequenz und Beweglichkeit, ja gut. Ah ne, brauchen wir gar nicht kaufen. Die haben wir schon. Geil. Warte mal, gibt es bei der Waffe einen Aufsatz? Ein maximal, so. Nö, dann brauchen wir... Nö, will ich nicht. Will ich nicht und möchte ich nicht. So. Alles klar. So, nochmal ganz kleinen Moment. So, muss ich nochmal ganz kurz... ein bisschen Luft holen, beziehungsweise meine Nase gewinzen, ne? So. Dann fangen wir am besten erstmal hier an mit, wenn wir nicht so sehr damit beschäftigt wären, den Schaden zu beheben, würde ich diese Barale eigenhändig zur Strecke bringen. Also Pfeile und Bolzen und Barale für die Dorfbewohner zu jagen. Ihre Felder haben sie verloren, also brauchen sie wenigstens etwas Fleisch. Ja, gut. Ich jage die Barale für euch. Wirklich? Ich kann das nicht tun. Prawal war immer der Tapfer. Naja. Alles klar. So, das haben wir auch. Erreiche das Jagdrevier und rüste dich aus. Alter, ich bin auf dem Weg. Moment. Ohne Momente, ohne Momente. Mit Pfeilen und Bolzen. Pfeile, Bolzen und Bögen. Ich glaube, das sind wieder 3 oder 4 Fälle, die wir bedingsen müssen. Ne? Haben wir noch ein bisschen 1, oder bin ich da jetzt? Das ist ein Baral, natürlich. Nice. So. Also 4 Barale brauchen wir. Das wäre Nummer 2. Habe ich im ersten Moment gar nicht gesehen. Also gut, dass ich nochmal richtig geguckt habe. Dazu sagen, diese Barale sind auch sehr gut getarnt. Ich glaube, davon ist auch noch einer.
Jawohl. Schade, den einen habe ich jetzt zu spät gesehen. Oder die eine. Ja, egal, ob es ein männliches oder weibliches Tier ist, was ich hier bedingse. Aber es muss ja sein. Soll ich nur noch eins finden? Aber das kriegen wir auch noch hin. Ah. Toll. Scheiße. Also ich kann sehr gut mit der Pfeil und Bogen schießen, wie man es gerade gesehen hat. Also was willst du mehr? Ha, nice. Es war nur ein Übungsschuss. So. So, dann bringen wir den ganzen Kram erstmal zurück. Ich liefere das Fleisch ab. Ja, ich bin ja auf dem Weg. Ihr werdet mir schon nicht verhungern. Ich glaube, es hackt. Fleisch. Also, ne? A Ruhe ist. Muss gar nicht so gucken. So. Ich durfte das, habe ich die Berechtigung zu. Weil ist ja, ne? Und so. Ist ja gefährlich. So. Jagdvorräte Erfolg. Geil. So. Komm mit dem Outliner mit. Wenn wir gerade schon mal hier sind. So. Alright, noch mal kurz in den Fortschritt reingucken. Ich mache das immer mal so zwischendurch, ne? Also nicht wundern. So, Jagd vor... Oh, warte mal, das eine haben wir doch hier noch. Moment. Wo war denn das? Ach, das war Jagd überleben. Scheiße. Ich dachte, wir könnten schon mal den nächsten Teil hier irgendwie abschließen. Aber hier haben wir noch Jagdkontrolle. Jetzt müssen wir also erstmal wieder zurück. Weil... Ich Vollidiot habe jetzt gerade vergessen, die Waffe wieder zu wechseln. Also, was machen wir? Die Waffen. Das war die... Hä? Bin ich jetzt bekloppt? Stimmt, wir haben das, das Dingsgewehr hier, das, was war denn das? Das Sturmgewehr oder was das war? Das hatten wir doch, oder bin ich da jetzt falsch? Ich glaube ja. Können wir erstmal wieder, ne? Ich habe jetzt überhaupt nicht mehr dran gedacht, welche Waffe wir jetzt dabei hatten. Könnt ihr mal sehen, ne? Mein Gehirn ist nicht mehr Würm. Was ist hier eigentlich? Okay. Kleines Versteckchen. Okay, nice. So, warte mal, hier unten ist eine Kiste. Die ist mir. Weil ich das so entscheide. Die genauso. Dankeschön. Wenn wir nicht so, so. Ich kann das nicht tun. Prawal war immer Hilf Anoi und töte alle Schlangen in dem Gebiet. Klar. Bitte, du musst mir helfen. Meine Brüder sind tot und ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll. Hey, hey, mal langsam. Was ist passiert? Red nicht. Ich mach das schon. Lass mich mal machen. Ich hab doch hier, bin noch gut ausgestattet. Man kann ja auch Feuer legen. Ich hab nichts gesagt. Nö, nö. Alles gut. So, der Dings war neu gestartet, ne? Jawohl. Gut. Ich dachte jetzt gerade schon, ich hätte vergessen, den Timer neu zu starten.
Aber ich glaube, ich werde das heute dann erstmal bei der letzten Folge so belassen. Wenn ich hier die Otterplage in der Gegend... Ich denke, es sollen Schlangen sein. Hä? Der hat doch gerade von Schlangen geredet. Oder bin ich jetzt total mischugge? Also ich bin felsenfest der Meinung, der hat was von Schlangen gesagt, also geredet. Wenn ich mich da jetzt wirklich so geirrt habe, dann, dann ist wirklich hier, ne? Da sind doch Schlangen unten. Perfekt. Tolle Otterplage, ne? Weißt du überhaupt, wie man das sieht? Ist ja unglaublich. So. Das schaffen wir. Mal einen Zü- Ah, Moment, Moment. Aha. Was? Wer stört? Sie sind Würmer! Schwärmt aus und findet die Quelle! Irgendeine Schlange fehlt hier aber noch. Und das ist alles. Dankeschön. So. Was steckt uns im Blut, Männer? Was? Wer steckt euch im Blut? Also da oben war gerade keiner, ne? Ich würde es jetzt ein bisschen komisch finden, wenn da jetzt oben Gegner sind. Ne? Kann natürlich auch möglich sein, dass die einfach feige waren. Okay, sie waren feige. Jetzt nicht mehr. Ja. Ich, ne, komm, ich sag nichts. Ich sag nichts. Aber wie gesagt, ist doch ein bisschen komisch, wenn der, wieso, hä, was willst du denn? Muss ich jetzt hier wirklich, ne. Ich wollte sagen, wenn ich jetzt hier den Berg nicht hochgekommen wäre, also dann wäre aber Polen offen gewesen. Verlasse das Missionsgebiet nur, weil ich hier unten an der Straße lang. Komm. Alle tut. Ex sag nichts. So. Huch! Na, geht ja schon ein bisschen los hier, wa? Vernichte die Otterplage. Ja. Tolle Otterplage, wo Schlangen am Dings sind, ne? Very good working. Oh.
hier sind noch eine Kiste. Nehmen wir mit. Ja. Ich bin schon lange in der Hölle. Seh zu, dass du rüberkommst, ey. Hör mal. Ich glaube, es hackt. Du kleiner abgewichster Spinner. Jetzt ist ja erstmal Polen offen, ne? Wo sind denn die jetzt hergekommen? Alter, ich glaube, es hackt. Guckst hier die ganze Zeit rum, ob hier irgendwie Gegner sind? Nö, ist keiner. AW, dem du bist hier fast durch. Und dann kommen sie raus. Die Arschgeigen hier. Pack's auf! So! Also eine fehlt uns noch. Ha, da ist er. So. Wow. Also das war's very good. So, den suche ich jetzt. Weil ich kann. Weil ich es geil finde. Was? Ja. Perfekte Aussage. So, aber hier ist auch noch eine Kiste irgendwo. Eventuell so. Da war übrigens auch noch eine Schlange. Also, ne? Im übertragenen Sinne. Jetzt schon wieder neu gespawnt hier? Oh, weißt du was? Dann leck mich doch am Arsch mit der Scheißkiste. Kannst du sie behalten, okay? So, was sagt denn der Timer? 12,5 Minuten haben wir noch. Dann gehen wir noch mal ganz kurz hier drüben hin. Füllen noch mal ganz schnell unsere Reserven auf. Super, super, super. Dankeschön. So, jetzt haben wir hier Jagd überleben. Und Auge um Auge. Pass mal auf, wir werden jetzt erstmal versuchen, diese Aufgabe hier noch zu gedingsen. Weil Ami hat die Bienenzucht einer Frau eingenommen, weil sie auf ihrem Gelände Gold gefunden wurde. Die Soldaten brennen deshalb ihre Bienenstöcke nieder, töte die Kommandanten mit einer Schrotflinte und fertige Beweisfotos an. Okay. Was ist mit den Bienen? Du, kannst du mir helfen? Die Royal Army hat mir meine Bienenfarmen genommen. Also man darf mich aber dabei sehen, oder? Oder wie ist das jetzt? Erreiche die Ziele und rüste dich aus. Ja, gut, die Schrotflinte habe ich ja dabei. Das ist ja kein Problem. Ich wollte jetzt eigentlich nur wissen, also... Gut, ansonsten hätte ich ja dabei stehen müssen, bleib unentdeckt, bis, ja... Bis Schlawutzki und so. Keine Ahnung. So, hier ist auf jeden Fall noch ein Poster, das nehmen wir auch gleich mit. 100, geil! Finde ich schon mal nice. Ja, komm, weil wir gerade schon mal hier sind. Na. Können wir das ja auch schnell noch plündern. Braucht ja auch keiner weiter. Ist ja alles verlassen hier. Bis der goldene Pfad wieder da ist, ne?
So, und ich hoffe mal, dass ich jetzt erstmal hier so ein bisschen mir den Überblick verschaffen darf. Töte die beiden Kommandanten mit einer Schrotflinte. Ja, Y war richtig. Das Problem ist, man sieht hier nicht so wirklich was. Oh yeah. Da kommt doch schon mal richtig viel Freude auf. Was ist denn passiert? Ja, das Fass ist explodiert. Das kann zwischendurch mal, wenn das Fass ein ganz kleines Loch hat. Oh, da ist los. Kann das zwischendurch ja mal passieren, ne? Was? Lass die Hose runter? Wie seid ihr drauf? So, der wäre auch weg. Also, 4 sind jetzt noch auf der Karte und 2 sind hier in Sicht. Und das sind die 2 Kommandanten, die ich mit einer Schrotflinte treffen muss. Scheiße, den anderen habe ich jetzt nicht mehr gekriegt. Das ist aber nicht schlimm. Dachte, ich probiere es einfach mal. Oh! Cool! Okay. Sehr schön. Okay, das Foto kann man ja schon mal machen, das ist ja kein Problem. So. Jetzt wird es bloß mit dem ein bisschen problematisch. Aber das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Okay, der dackelt jetzt hier wieder runter. Was denn jetzt, kuscheln? Er scheint aber wirklich große Probleme zu haben, Leute. Also...
So, sollten wir das Feuer ausmachen? Das wäre, glaube ich, besser. So, ja gut, der brennt jetzt gerade ein bisschen, ne? Das ist eine heiße Angelegenheit hier. Aber ich glaube jetzt, ja doch, jetzt. Jetzt sollten wir dahin dürfen. Ja, nice. Geil. Wunderbar. Also wenn wir jetzt noch irgendwie unentdeckt bleiben sollten, dann wäre es, glaube ich, wirklich sehr schwierig geworden. So. Aber das ist wirklich echt super. Super, super. So, 4 Minuten haben wir noch. Ja, dann könnten wir eigentlich dieses Ding auch noch eben schnell mitmachen, ne? Komm, das... Mal was können. Da beeilen wir uns jetzt fix. Ich kann dir nicht genug danken für die Rettung. Sehr gerne. Ach so. Ja, ach so. Ich dachte, da wäre jetzt irgendwas... Keine Ursache. Gedingst worden. Die Wall-Army lag falsch. Das wahre Gold, nicht das der Erde. Ehrlich ist das wahre Gold. Mhm. Du das sagst. Ich glaub's dir. Ich habe ein Problem. Camper werden von Bären angegriffen. So, beschütze die verletzten Camper vor weiteren Bärenangriffen. Wenigstens ein Zivilist muss überleben. Hier ist AJ. Okay. Wo sind die Camper? Ich schicke dir jetzt die Koordinaten. Oh. Sehr, mal gucken. Okay. Ich hab mein Gehör ganz nah. Bitte beeil dich. Okay, ich komme so schnell ich kann. Ich bin ja auf dem Weg. Ich beeil mich doch schon. Hier muss ja auch ja immer hinkommen, ne? Ich denke, ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich werde nächstes Jahr 33. Also, ne? Ist denn ja alles so hier, so wie es mal war? Mit Schmackes und so? Nee, das ist, nee. So. Hallo AJ. Tag. Schnell, leg ein paar Minen. Nimm dir Molotov. Die Camper sind vor einem Angriff der Royal Army auf dem Dorf betroffen. Ja, Minen sind gut. Ganz schön schnell. Also diese Schrotflinte ist echt gut. Ja. Entschuldigung. Gott, bin ich doof. Oh. Ey, guck. Sorry. Ja, sicher genug, um die Leute hier wegzuschaffen. Und das kriege ich hin. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ich fühle mich aufgeladen. Das war jetzt unbeabsichtigt, dass der mir genau in den Schuss gelaufen ist. Ich hatte es wirklich nur auf den Bären abgesehen, aber der... Ja. Da war, glaube ich, mein Finger schneller als, ja. Ja, gut. Passiert, ne? Lassen wir einfach mal so stehen... Huch, da wollte ich hin. Lassen wir einfach mal so stehen und liegen. So. Also. Auge um Auge brauchen wir jetzt noch 3 Aufgaben. Attentat haben wir noch 1. Jagd auslöschen haben wir auch noch 1. Jagd überleben haben wir 2. Jagdvorräte auch noch 1. 2-mal die Kyrat Fashion Week. 3-mal den Nachschub. 1 haben wir jetzt ja noch auf der Karte. 2 Propagandazentren brauchen wir noch. 4 Geiselrettung. 2-mal die bewaffnete Eskorte. 3-mal Bombenentschärfung. Und ein Rennen und das Überleben-Dings hier von Kyrati Films. Da könnten wir uns eigentlich jetzt, warte mal, wie viel? Na ja, gut, der Timer, der meldet sich jetzt.
Komm, weißt du was? Bevor das jetzt, bevor ich jetzt die Aufnahme beende, wir testen jetzt einfach mal ein Überleben-Dings hier aus. Das hier von Kurati Films. So, Dankeschön. Das wäre jetzt welcher Ort? Kilana Bazaar. Das machen wir jetzt in neuer Folge. Auch wenn die dann ein bisschen Überlänge hat, aber egal. Dies rennt jetzt ganz nach Shamasadas Geschmack. Fahre durch Checkpoints, um deine Zeit um 5 Sekunden zu verlängern. Und wechsle während des Rennens das Fahrzeug. Großes Risiko heißt große Belohnung. Shama verlässt sich auf die... Oh Gott. Oh Gott. Also das kann ja was werden. Oh, warte mal, das... Das mit dem... Moment, also hier muss ich noch mal ganz kurz was gucken. Wieso steht denn das bei mir noch nicht auf der Liste drauf? Also, warte mal. Wie hieß das jetzt? Kilani? Kilana? Bazaar mit Doppel-A. Das ist ja echt komisch. Hatte ich das ganz übersehen auf der gedingsten Liste hier. Ashram der 7 Schätze. Den hatte ich. Sehr komisch, aber okay. Dann lasse ich das mal so stehen und liegen. Wie geht's, mein Talent? Gut ausgeruht, hoffe ich. Denk dran, mach schnell, mach's hart und was auch passiert, lass die Kamera laufen. Ich versuche es. Aus dem Weg! Siehst du nicht, dass ich hier am Fahren bin, oder was? Das habe ich jetzt wirklich zu... Ja, das, also ich glaube, das können wir schon mal vergessen. Es stand zwar am Anfang drin, dass man das Fahrzeug ja wechseln muss, aber dass das jetzt so schnell passiert, also hätte ich nicht mitgerechnet. Aber okay. Ich versuche einfach das Bestmögliche jetzt rauszuholen. Ich hoffe mal, es klappt. Okay. Oh, so. Entschuldigung, ich musste noch mal ganz kurz mich muten, weil gerade ein derber Hustenanfall über mich kam. Genau deswegen werde ich jetzt auch die Aufnahme beenden. Ich werde jetzt noch mal ganz kurz hier auf Verlassen gehen. So. Gut, ist jetzt zwar nicht abgehakt, aber müsste jetzt eigentlich in der Liste, also im Fortschritt müsste das ja jetzt gedingst sein, oder? Kurati Films überleben, jawohl. Also geschafft ist es. Gut, also die die Zeit dazu so gesagt zu gedingsten brauchen wir nicht. Wir müssen das einfach nur abhaken. Und ich denke mal, das werden wir auch noch irgendwie hinkriegen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zusehen. Und wir werden dann in der nächsten Folge uns erstmal um weitere Sachen kümmern. Das sage ich jetzt aber erstmal so. Macht es gut, Leute, und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Ach, weißt du was? Eine Folge machen wir jetzt hier noch. Die wird jetzt aber ohne Timer laufen. Ich werde da jetzt noch eben die Überlebenrennen versuchen. Das eine hatten wir jetzt gerade schon in der letzten Folge gemacht. Und dieses Rennen werden wir jetzt als zweites versuchen. Meine Familie hat die Feiertage immer in der Schule. Mal sehen, ob es klappt. Diesmal gibt es ein paar Änderungen am Set. Oh Gott. Du wechselst das Fahrzeug und wirst mehr deiner Fans sehen. Lass dich davon aber nicht mitreißen. Genieße einfach jeden Moment. Mon amour, ich will einfach nur ins Ziel kommen.
Mehr will ich ja nicht. Ich hoffe mal, dass das, dass der Fahrzeugwechsel früh genug gezeigt wird. Nicht so, wie es mir ja gerade passiert ist. Das muss ja nicht sein. Na? Ja, also man muss mir ja nicht direkt vors Fahrzeug laufen, ne? Also da konnte ich halt gerade nichts für. Aber egal. So, lass mich raten, wir müssen jetzt auf ein Fahrzeug wechseln, was ins Wasser geht. Na? Weil übers Wasser geht. Jawohl. Okay. Dann gib Gas. Die wollten mich angreifen. Das war jetzt nur eine kleine Verteidigung meinerseits. Ne? Wer weiß, was die noch mit mir gemacht hat. Wer weiß, was sie vorhat. Ja. Jetzt hier das Ziel. Das ist schön. Wunderbar. Ob da das Ziel ist erreicht. Behelfspunkte. Jawohl. So. Das Rennen wäre auch erledigt. Beziehungsweise das Überleben-Rennen. Welcher Ort war denn das jetzt? Ashram der sieben Schätze. Auch abgehakt. So. YouTube. Das heißt, wir machen jetzt bei der Roshan Ziegelfabrik Abteilung Transport weiter. Das wäre hier drüben in der Halle. Alle klar. Okay, nicht in der Halle. Das ist draußen. Draußen am Eck. Ja, ist alles gut. Alles gut. So. Du siehst gut aus, Superstar. Diesmal werden viele Fans an der Rennstrecke sein. Also gib jedem High Five. Und denk dran, du wirst ein Rennvideo drehen. Mhm. Soll ich mich noch als Formel 1-Fahrer verkleiden, oder was? Bitte, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Hä? Das wollte ich nur gerade. Ich habe zwar ein bisschen Zeit verloren, aber scheiß was drauf. So. Das müsste jetzt gerade sein. Getroffen. Ist aber ein bisschen unfair, dass die Ampel so auf mich schießt. Ne? Weil ich habe ja nichts gemacht. Ich bin ja, Mon amour, ich bin unschuldig. Wie kann man mit dem sowas hier überhaupt vorzeigen? Also vorsitzen. Das geht doch nicht. Oh nein, Leute, ich hab gar keine Zeit, sorry. Jetzt sieht man, dass ich ins Ziel komme, ey. Das war jetzt doch knapper als gedacht. Also. Aber lag wahrscheinlich auch daran, dass ich in einen PC beim Fahrzeugwechsel noch abgeknallt habe. Ich glaube, das war das Problem. Weil ich ihn ja gerne überfahren wollte. So. Gut. Das war jetzt hier der
Wahrscheinlich Fabrik, Abteilung Transport. So, jetzt haben wir hier oben noch die Schanatzucht. So, wunderbar. Wenn wir nämlich das soweit dann auch schon mal abhaken können, dann brauchen wir wirklich nur noch diese Sachen holen, die jetzt auf dem zweiten Bereich freigeschaltet sind, beziehungsweise freigeschaltet werden. Und was erledigt ist, ist erledigt, ne? Hast du das gesehen? Oh mein Gott, was für ein Rennen! Das sind die Kommentare, die ich von den Zuschauern deines Videos lesen will. Hol sie dir! Ich hole mir alles, klar. Ja? So, ich dachte, ich treffe. Oh. Ja. Mhm. Ja, perfekt. Komm, können wir leider nochmal neu starten. Weil das war jetzt gerade komplett für den Arsch, ne? Du sollst die Spastis eigentlich nur treffen und sollst dich nicht von dem Boot dann irgendwie unter Wasser tauchen lassen, ne? Das, AJ, brauchen wir nicht, ne? Das sind die Kommentare, die ich von den Zuschauern deines Videos lesen will. Hol sie dir! So. Die Bayonetten haben wir. Hätte jetzt nicht sein müssen, dass du da gegen die Wand gefahren bist, ne? Huch! Das ist ein bisschen schwierig steuern, wenn ich das mal so sagen darf, ne? So. Hallo? Sie verarschen? Ich habe doch nicht etwa einen Platten mit dem Fahrzeug, oder? Doch, habe ich. Aus mich. Tut mir leid, ich kann nicht mehr richtig fahren. Ich habe einen Platten. Und ihr seid schuld. Das wird aber echt nicht einfach. Aber auf der anderen Seite können wir ja froh sein, wenn wir das dann überhaupt beenden können. Und das sieht so aus. Dann bin ich schon komplett zufrieden. Das ist wunderbar. So, das war jetzt die Schanatzucht. So. Alles gucken wir hier nochmal ganz kurz. Das ist mir so ein kleines Avec-Visier. 4 von 9, wunderbar. Die haben wir auch abgehakt. So, eins fehlt jetzt noch. Das war, glaube ich, hier oben. Genau. Da haben wir jetzt noch einmal überleben. So, nun. Achso, Moment, nochmal ganz kurz hier auffüllen. Das muss ja sein. So. Wird das nochmal so eine kleine Renn-Special-Folge? Was kommt da jetzt? Wenn du diesen Kurs schaffst, bist du eine Weltsensation. Okay, ich will es schnell und flüssig. Also bremst nicht, sonst müssen wir das neu aufnehmen. Ich soll nicht bremsen. Das ist schon mal ein sehr guter Start, ne? Perfekt. Olle, du hast echt einen an der Waffe. Bloß nicht bremsen, einfach drauf los. Mhm. Man sieht es. Wenn du diesen Kurs schaffst, bist du eine Weltsensation. Okay, ich will es schnell und flüssig. Also bremst nicht, sonst müssen wir das neu aufnehmen. Das ist
gar nicht so einfach, mit so einem Quad hier auf dem Dings hier, also auf Gas zu fahren. Sowieso diese ganzen Rennen sind sehr schwierig. Ja. Da habt ihr jetzt selber Schuld. Also ihr hättet auch zur Seite spielen können, ne? Da sieht man es mal wieder. Also wenn die Strecke so schlecht einzusehen ist, dann kannst du das gleich vergessen. Wenn du diesen Kurs schaffst, bist du eine Weltsensation. Ja, Olle, du kannst jetzt auch mal die Schnauze halten. Mach einfach hinne. Also bremst nicht, sonst müssen wir das neu aufnehmen. Ich hoffe mal, ich kann mir die Punkte soweit erstmal merken. Damit das soweit auch funktioniert. Weil es ist echt nicht einfach. Leute. Fahren die mir jetzt hinterher? Ich wollte mal sagen. So, zum nächsten Fahrzeug wechseln. Das war schlau. Das war, glaube ich, richtig schlau. Da hat man einen Helikopter auch noch. Alter. Aber da vorne ist das Ziel. Sehr schön. Und solange wir das hier erreichen und es ist noch Zeit übrig, ist alles gut. Oh, geil. Sehr schön. So. Perfekt. Das wäre auch geschafft. So. Aber jetzt hier auf den Links ist noch nichts weiter freigeschaltet. Beziehungsweise die Rennen hatten wir ja soweit abgehakt. Pukarigara? Ne, das war auch abgehakt. Wie gesagt, ein Rennen fehlt ja jetzt noch. Und bei Überleben haben wir jetzt, glaube ich, 5 abgeschlossen. Ne? Nur mal ganz kurz Luki Luki mal rein. Genau, 5 von 9, das heißt 4-mal überleben und einmal das normale Rennen. Also, doch, sieht sehr, sehr gut aus. Was war das gerade? 16 von 80. Ich dachte gerade, wir haben schon alle Fahrzeuge jetzt freigeschaltet. Dann wäre es wirklich, also dann hätte ich mir wirklich Sorgen gemacht. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Aufnahme geworden ist. Vielleicht schneide ich das auch noch mit anderen Dings irgendwie mit zusammen. Keine Ahnung. Ich klinke mich jetzt aus und wir sehen uns gleich in der nächsten Episode wieder. Macht es gut. Tschüssi.